Die meisten von euch werden Senf nur aus der Lebensmittelindustrie kennen und auch hier findet dieses Produkt nur vereinzelt Anwendung. Beispielsweise für ein knackiges Würstchen oder ein belegtes Sandwich. Aber auch in anderen Bereichen kann sich Senf als nützlich erweisen. Zum Beispiel kann es im Haushalt und sogar für deine eigene Gesundheit von Vorteil sein. Heute im Video zeigen wir euch deshalb, was ihr bei der Anwendung beachten müsst und was ihr von dem Wirkstoff erwarten könnt. Alle von euch werden es kennen. Man ist nachts am Einschlafen und kurz bevor ihr weggetreten seid, fangen vereinzelt an Muskelgruppen zu zucken. Gegen Muskelkrämpfe und Muskelschmerzen kann ein Senfbad helfen. Gebt hierzu einfach 2 Esslöffel Senf und 2 Esslöffel Bittersalz in das eingelassene Wasser und genießt euer Bad. Auch wirkt Senf Wunder gegen Pickel und Unreinheiten im Gesicht. Mit Senf kann man eine wirksame Gesichtsmaske herstellen. Verteilt hierzu den Senf ganz einfach auf eurem Gesicht und lasst diese Maske 15 Minuten einwirken. Auch bei Verbrennungen ist Senf der richtige Wirkstoff. Nachdem ihr eure verbrannte Stelle mit Wasser gekühlt habt, müsst ihr ganz einfach etwas Senf auf die betroffene Stelle streichen. Das wirkt nicht nur gegen den Schmerz, sondern verhindert auch, dass sich kurz nach der Verbrennung eine Blase bildet. Selbst bei einer Erkältung kann euch Senf helfen. Nehmt ein wenig Senf in eure Hand und reibt ihn anschließend auf eure Brust. Wenn ihr jetzt noch ein lauwarmes Tuch auf die Stelle legt, können sich die Öle im Senf entfalten und deine Beschwerden werden gelindert. Wie du siehst, hat Senf mehr Eigenschaften, als man zuerst vielleicht glauben mag. Vielleicht in Zukunft auch ein Grund für Menschen, die mit dem Geschmack nichts anfangen können, im Supermarkt zum bitteren Senf zu greifen.